Willkommen zurück zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Ja, manchmal lasst ihr euch zu den einzelnen Vorschlägen, zu den Kämpfen auch mal ganz nette Geschichten einfallen. Eine ist relativ kurz, gefiel mir aber irgendwie die Idee. Videl verprügelt die gesamte Son Goku-Familie, weil Son Gohan ihr fremdgegangen ist. Das finde ich super. Das gefällt mir richtig gut. Und deswegen machen wir das auch mal. Aber ich nehme sie mal als Custom Character, weil sonst habe ich, glaube ich, mit Videl nicht wirklich eine Chance. Das heißt, wir lassen sie gegen Son Goku. Beziehungsweise sie soll erstmal ihre Rache gegen Son Goten bekommen. Genau, Son Goten, wo haben wir ihn? Son Goten, Son Goten, Son Goten, du gehörst verboten. Da bist du. So, genau. Son Goten gehört verboten. Das ist ja ein perfekter Spruch wieder. Das ist fast so gut wie Freezer wird immer fieser. Ja, Son Goku natürlich. Und als grandioser Abschluss nehmen wir nicht irgendeinen Son Gohan, nehmen wir Mystic Gohan. Ja, das passt doch. Videl darf nun die ganze Familie verkloppen. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird ziemlich heftig. Ja, nicht? Wo kämpfen wir denn? Ne Kamehaus? Mach mal Kamehaus, komm. War immer ein guter Ort für Son Goku und seine Sippschaft. Also warum nicht? So, Videl gegen Son Goten. Hast du ihm was zu sagen? Na dann. So, probieren wir es mal. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen auf Sprintgesplamme zurückgreifen müssen. Erstmal, ich find die Idee einfach witzig. Meine Güte, Videl ist richtig pissig, weißt du? Der Kampf geht 5 Sekunden. 5 Sekunden und schon ist das ganze Kamehaus kaputt. Hey, Son Goten, gib mir mal ein bisschen Mühe. Sonst kommt Videl direkt mit dem Videl-Rush. Ha, ha, ha. Ja, die ist richtig pissig. Die ist einfach richtig pissig. Was soll ich machen? Die ist einfach richtig pissig. Und das alles nur wegen Son Gohan. Deswegen muss die gesamte Familie nun drunter leiden. Nur weil Son Gohan seine Hormone nicht im Griff hat. Das ist ja schrecklich. Aber so spielt das Leben eben manchmal. Ja, so ist das. Oh mein Gott, was für eine schreckliche Idee. New Dimension of Nipple, ich danke dir für diesen Vorschlag. Ja, so hieß der. Heißt der User, der mir das. Der User, ja, das klingt aber richtig unpersönlich. Nein, ich danke dir für diesen Vorschlag. Der User. Oh Gott. Und kriege ich direkt eine Kaioken ab. Ja, Son Goku will natürlich die Familienehre beschützen. Das sehe ich ein. Das macht natürlich Sinn. Au. Oh. Und er stellt sich ein bisschen besser als sein Sohnemann. Nicht, dass mich das noch vor Probleme stellt. Oh, nicht Desperado Rush. Ich selber hasse es, wenn ich diese Attacke abbekomme. Son Goku, es tut mir leid. Oh shit. Oh shit. Jetzt bist du selber mit. Now I'm really mad. Ne. Oh, schon. Ihr habt das Gefühl, der ist richtig pissig. Natürlich will er seine Söhne verteidigen vor dieser Furie hier. Ah, gegen die Willensstärke einer Frau, Son Goku. Kannst du da wirklich was gegen ausrichten? Ich glaube, das wird schwieriger als gedacht gegen ihn. Wow. Und mal gucken. Ah, okay, ich habe eben schon mit einem Zusammenprall gerechnet. Ich habe mich schon darauf vorbereitet, aber kein Zusammenprall. Umso besser. So, Son Goku. Das Temperament einer Frau, das macht dir zu schaffen. Du kennst das von Chi-Chi. Und nun erlebst du es. Oh mein Gott. Damit wiederum habe ich jetzt nicht gerechnet.
Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. 60 vor allem. 60 Hits. Ich frage mich echt, wie das machen soll. Ich glaube, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad werde ich nicht einen Aufprall mehr gewinnen. Das ist ja echt übel. Oh, komm jetzt. Ja, sage ich ja. Das ist ja... Das ist ja bekloppt. Da bist du ja bekloppt hier. Mein Gott, Videl ist aufgelevelt. Und ich bin gegen einen nicht aufgelevelten Charakter gerade ein bisschen... im Hintertreffen. Und das ist noch nett ausgedrückt. Der spielt Katz und Maus mit mir gerade. Also hilft nur der große Sirefrau. Ja, Mann. Okay. Jetzt ist er natürlich erst richtig wütend hier. Jetzt ist er natürlich erst richtig wütend. So, hier, zack. Macht sie den Daddy mal eben fertig. Aber jetzt kommt Mystic Gohan. Und eigentlich streng genommen, Son Gohan, du hast Scheiße gebaut. Eigentlich darfst du dich jetzt gar nicht wehren hier. Er sieht es ein bisschen anders. Okay. Jetzt sieht man wieder keine Schuld bewusst, der werte Herr hier. Unfassbar. So, nimm das. Die unglaublichste aller Desperado-Powers hier. But I'm not done yet. Ja, Son Gohan. Mit Videls Rache hast du nicht gerechnet. Das hast du nicht auf dem Zettel gehabt hier. Oh, shit. Bah! Okay. Bleibt mir nichts anderes übrig, außer auf Gespamme zu gehen. Wenn ich das Ding hier noch gewinnen will. Wenn ich das hier noch gewinnen will, dann bleibt mir nichts anderes übrig. So. Mal gucken, was hat sie denn eigentlich? Justice Finishing Pose. Okay, das probieren wir mal aus. Gehe ich damit direkt in den Finisher? Tatsache. Das nutzen wir aus. Komm. Videl. Na, Gott sei Dank. Da hat sie ihre Rache bekommen. Aber diesmal war es ein bisschen lame. Mit Sprint-Gespamme und mit Custom-Character. Aber... Hey, komm, wenn Videl ihre Rache schon bekommt, dann richtig. Also vielen Dank für diesen netten Vorschlag. Ja, ab und zu, wie gesagt, lasst ihr euch auch mal Geschichten einfallen. Das finde ich ganz witzig. Da werde ich auch noch genauer drauf eingehen. Ich werde sicherlich hin und wieder auch mal hingehen und vielleicht kleinere Intros basteln, um diese Geschichten genauer zu erzählen. Deswegen werde ich jetzt heute mal noch nichts Umfangreicheres machen. Das wird dann ein bisschen Zeit wahrscheinlich erfordern. Machen wir jetzt noch was Kleines. Aber bleiben wir doch mal bei Familie Son Goku. Und zwar gleich in mehreren Generationen tatsächlich. Da haben wir Son Goku und sein Bruder Raditz mit ihrem Vater Bardock und ja, Opa Bardock mit seinem Enkel, dem ultimativen Gohan. Also wirklich die komplette Son Goku-Familie. Also außer Son Goten noch. Stimmt, Bardock hatte ich nämlich vergessen irgendwie, aber warum sollte sie sich am Bardock rächen? Ja, und wir sollen antreten gegen C13, C16, C17, C18 und Super Cell oder Ultra Perfect Cell quasi. Das hat sich What If Fights Black Shadow LP gewünscht. Der Name passt ja also schon mal. Und ja, danke für den Vorschlag. Warum auch immer sich die Cyborgs auf einmal Cell anschließen. Aber hey... Wer bin ich, um das zu hinterfragen? Wir machen es einfach mal. Familie Son Goku gegen die Cyborgs. Das wird doch lustig werden. Nicht wahr, Yamchu? Du bist jetzt schon wieder ziemlich lange außen vor. Was hast du davon? So, Son Goku gegen C13. Wir erinnern uns an die wunderbare Szene aus dem Movie, wo Super 13 ihm ordentlich in die Eier boxt. Oh Gott. Müsst ihr mal drauf achten in der Szene, wo das passiert, wo Super 13 Son Goku ins Zentralmassiv schlägt. Da gibt's das wird tatsächlich bildlich dargestellt so ein bisschen. Und zwar bei diesem typischen Aufprall Blitz-Animations-Ding seht ihr tatsächlich ein zerbrechendes Ei.
Das ist kein Witz. Und ich habe irgendwie gedacht, das hätte irgendwie Team Forster hätte das eingefügt, weil mir das vorher gar nicht aufgefallen ist, bis ich den Abridged-Movie gesehen habe. Und habe gedacht, okay, wie genial. Aber nein, das ist im Original-Movie auch so. Also es soll tatsächlich nicht nur so aussehen, sondern der arme Son Goku bekommt tatsächlich ordentlich in die Eier geboxt. Und das haben sie im Original-Movie auch schon genauso dargestellt. Das fand ich persönlich sehr witzig. Und da haben wir Super 13. So, wenn du mir damit kommst... Oh, das war natürlich so klar, dass du direkt mit sowas anfängst hier. Now I'm really mad, Super 13. Ha! Tschüss. Ach halt, du hast ja noch einen Energieball. Ich habe mich schon gewundert. Warum steht denn da nicht K.O.? Wieso K.O. kann ja da sowieso nicht stehen, weil wir haben ja noch ein paar Kämpfe vor uns. Aber ich habe irgendwie gedacht, du warst schon im roten Bereich. Oh, la 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 la. Hey, nimm dies. Ich sagte, nimm dies. Und wenn du nicht dies nimmst, dann nimm wenigstens da. Au. Ich muss ein bisschen haushalten mit meiner Energie, weil wir haben einen Charakter weniger. Es ist ein 4 gegen 5 Kampf. Und Ultra Perfect Cell ist natürlich auch nochmal eine harte Nummer. Also ich will jetzt hier auf keinen Fall mit Son Goku gegen Super 13 verlieren. Es sind keine Custom Characters diesmal. Das sind die ganz normalen Charaktere. So, komm, da brauchen wir mehr Saiyajin-Power hier, um gegen C16 zu gewinnen. Der zweifache Super Saiyajin Son Goku, der wuppt das hier. Und zwar ordentlich. Ja, C16, da guckst du, hä? Willst du jetzt immer noch Son Goku töten? Tja, er steht direkt vor dir. Tu's doch, na los, trau dich, komm zu ihm. Er wohnt im Altschauerberg, nein. Wie heißt der Berg? Pao Zu, glaube ich. Genau. Zumindest wurde es in irgendeinem Tenkaichi-Teil so genannt. Berg Pao Zu. Also nicht zu überwechseln mit Chao Zu. Der Berg Chao Zu, das wäre auch lustig. Son Goku wohnt im Berg Chao Zu. Es ist ein ziemlich schwacher Berg, deswegen bröckelt er andauernd. Oder jagt sich selbst in die Luft. Man weiß es nicht. Ich, Gott. Jetzt bin ich, keine Sorge, ich bin fertig mit dem Chao Zu Rant. Oh Gott, der arme Chao Zu. Hey, tschüss. Da, da, da. Komm, ein letztes Aufbäumen vor dem Tode. Dreifacher Super Saiyajin. Oh Gott. Das war jetzt aber kein Aufbäumen, Son Goku. Das war jetzt kein Aufbäumen. Das lief jetzt ziemlich übel, du alte Bananenstaude. Aber keine Sorge, Raditz ist hier und er bekommt direkt eine Sprint. Ah, leck mich doch am Hintern. So viel zum Thema gute Ausgangsposition. Die ist jetzt dahin. Vielen Dank, Raditz. Vielen Dank. Er muss aus irgendetwas Schwachem gemacht sein, wie Pappmaché. Oder Raditz halt. Oh Mann. Tritt doch nicht andauernd daneben. Junge, arbeit doch mal an deiner Zielgenauigkeit. Es kann doch nicht sein, dass T16 mich jetzt hier fährt. Ey, Alter, okay, komm. Weißt du, wieso trete ich denn dann... Was ist denn das für eine Attacke? Kann nur einer verraten... Was? So viel Schaden macht das? Okay, Bardock muss das jetzt ordentlich... Okay, C16 ist viel, viel stärker, als ich dachte. Raditz konnte jetzt mal gar nichts beantragen. Und wir haben danach nur noch Mystic Gohan. Ich möchte betonen, dass wir danach noch drei Kämpfer vor uns haben, die wir schlagen müssen. Das wird so verdammt schwer werden. Der weicht nicht aus, das ist gut. Wir haben danach nur noch Mystic Gohan. Ich muss jetzt zusehen, dass das jetzt hier nicht so Mystic wird. Also Mystic, M-I-S-T-I-G. Mystic im Sinne von, das war ganz schön Mist. Die Sprüche heute, das ist schrecklich, es tut mir leid. Meine Güte. So, ich fühle mich jetzt nicht mehr so gut hier, muss ich sagen. Oh Gott. C17, C18, die werden mich mit Delta-Kombinationen zur Verzweiflung bringen, jetzt wahrscheinlich. So. Es sei denn, ich kann es irgendwie verhindern. So.
Weg mit dir. Und weg mit dir. Ich muss jetzt sowas von nachsetzen. Ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine andere Wahl mehr. Du musst jetzt leiden. Du musst jetzt aber ordentlich leiden. Du musst sowas von ordentlich leiden jetzt. Das tut mir fast schon ein bisschen leid, aber ich muss jetzt aufholen hier. Ich muss jetzt hier richtig aufholen. Ich kann mir eigentlich kein bisschen Energieverlust mehr gegen dich erlauben. Also stirb einfach. Wahnsinn. Das hat echt hingehauen. So gut hingehauen, dass wir C18 direkt begrüßen können. Hallo C18, wie geht es dir? Verdammt. Okay, wilder Sinn. Gut, dass wir das noch im Hinterhalt... Ja, sehr gut. In der Hinterhand haben. Wenn es am Ende hieß, Mystic Gohan gegen Cell, wäre ich sehr zufrieden. Aber wenn wir jetzt noch Teile von C18 mit Mystic Gohan fertig machen müssen, bin ich ehrlich gesagt nicht so optimistisch, weil ich glaube, Ultra Perfect Cell wird echt eine harte Geschichte. Also will ich natürlich schon zusehen, dass der gute Bardock hier nochmal ordentlich Schaden macht. Und sie im Idealfall besiegt. Hurra! 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 Auch seine Attacke ist so wütend. Fast so wütend, wie Videl am Anfang dieses Partes war. Und trotzdem, sogar das ist Kindergarten gegen Videl. Verprügelt sie mal eben die gesamte Familie Goku. Unfassbar. Gut, Chichi nicht. Aber die gibt's ja hier noch nicht. So, sehr schön. Da ist er ja. Ibims, du Ultra... Oh. Perfekt, Cell. Oh, komm jetzt. Ne, ein bisschen Schaden. Komm, ein bisschen Schaden. Ein bisschen Schaden. Das kann nicht schaden. Und tschüss. So, na bitte. Das reicht mir jetzt wiederum schon fast. Komm, wilder Sinn. Hau hin. Nee, haut natürlich nicht hin. Ja, genau. Bleib in der Sack in der Luft zusammen, Bardock. Das ist das Beste, was du tun kannst. Hätte ich dir in dieser Situation auch empfohlen. Aber jetzt kommt Mystic Gohan an die Reihe. Mystic Gohan. Er ist so Mystic. Er ist Misty aus Pokémon. Was? Egal. Ignoriert das. Nee, ignoriert es nicht. Diskutiert darüber in den Kommentaren. Schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr von diesem Spruch haltet. Oh Mann. Und lasst doch ein Abo da. Oh Mann. Ja. So. War's das dann langsam mal für dich? Ich darf nämlich irgendwie kein Kamehameha einsetzen. Das verbraucht viel zu viel Energie. Gut, dass wir es einsetzen konnten. Oh, der hat auch wilden Sinn. Na dann, hoffentlich haut er hin. Können wir ihn mit dem wilden Sinn besiegen? Können wir. Wunderbar. Schön, das haben wir doch gewuppt hier. Yeah. Mystic Gohan, du bist der Coolste. Vorhin noch von Videl verprügelt. Aber jetzt, am Ende dieses Partes, der ganz große Held. Ich bin stolz auf dich. Gut, Leute. Beim nächsten Mal lassen wir uns vielleicht noch ein paar Stories einfallen. Bis hierhin schon mal vielen, vielen Dank für eure Vorschläge. Ihr habt coole Ideen. Und das, ja, waren heute mal wieder zwei davon. Also bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.